Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Crusader Kings 3 mit mir, The Gentleman, und dem Reiche von Uppland, beziehungsweise inzwischen Schweden. Wir haben gerade hier oben diese Ecke noch unserem Reich verleibt und stärken uns gerade in den nächsten Bruderkriegen um Skandinavien. Denn bei seinem Tode hat unser Vater leider Gottes das Großschwedische Reich, was schon fast komplett Skandinavien beinhaltete, leider weil ich ein bisschen gepennt habe mit der Erbgesetzgebung, zu gleichen Teilen an uns und unsere Brüder vererbt, sodass wir demnächst das riesige Problem haben, wir werden irgendwo unsere Geschwister herausfordern müssen, um die Königstitel hier oben einzuheimsen. Eine andere Überlegung wäre natürlich auch noch wenn wir sozusagen noch mal gucken, wie viele Grafschaften wir besitzen. Wir haben jetzt leider nur noch 66 von den 96 benötigten skandinavischen Grafschaften. Das heißt, wir werden in jedem Fall ziemlich sicher noch einen unserer liebsten Brüder unterwerfen müssen, um Skandinavien zu gründen und gegebenenfalls die Königreiche als Untertanen einzubinden. Ich könnte jederzeit Samisch oder Dänemark gründen. Aber das hilft mir an dieser Stelle gerade kein Stück weiter, außer dass wir wieder Gefahr laufen, dass beim sicherlich nicht mehr allzu fernen Tod unseres Herrschers unser Reich wieder weiter zersplittert. Aktuell fußt unser Reich auf Grauen und Co. So ist wahrscheinlich das nächste sinnvolle Ziel unser liebster Freund Milos wäre. Gegen diesen haben wir schon mehrere Schlachten geschlagen und ihm eigentlich weitestgehend das komplette finnische Reich ab. Gerungen. Leider kann ich ihm nicht sein komplettes Reich abfordern. Aber beginnen wir erstmal hier mit Karelien. Erstmal hier schon mal ein paar Truppen ausheben. Euch gerade noch nicht. Euch ebenfalls nicht. Denn ihr kommt hier entlang.
Wir können schon mal nach da unten ziehen. Ihr belagert dieses Gebiet. Und ihr könnt mal nach unten ziehen. Oh, und ein Kriegsführungsvorzug. Dann die Überfallkommandos. Du guckst mal, dass du den Jungs entgegenläufst. Du solltest eigentlich alleine mit den Jungs klarkommen. Hey, du wolltest da oben belagern. Wobei die Schlacht könnte aufgrund der Qualität durchaus ein bisschen spannend sein, weil unsere Truppen natürlich keine Sondertruppen enthalten. Aber eigentlich sollte unsere Übermacht ausreichen, als dass wir ihn schlagen an der Stelle. Schön ist, beide Schlachten sind für uns positiv verlaufen. Rolfre wird erwachsen. War seine Partnerin noch nicht. Er ist sogar ein richtig guter Stratege geworden. Alle Achtung. Und unsere Herrscherin ist schon wieder schwanger. In ihrem Alter lässt es ja richtig nochmal drauf ankommen. Ihr unterstützt mal da oben unsere Truppen. Verzweiflungstat. Wobei, wir haben hier unten kürze die Belagerung gewonnen. Darauf warten wir noch. Jeder Gefangene ist sein Geld wert. Komplott bei Hofer.
Nee, nee, nee. Wie schade, wie schade. Wir können auch hier noch das Herzogtum gleich wieder gründen. Ja, Eirikr, du darfst gerne an meinen Hof kommen. Mundre war ein ganz guter Statthalter. Demnach wäre Karelien eine Aufgabe, gemeinsam mit Kondopoga. Leider haben wir jetzt erstmal hier in Biamia eine Weile nicht Angriffspakt. Ansonsten würde ich halt schauen, dass wir möglichst schnell auch hier noch die letzte Schlacht schlagen. Aber das bekommen wir leider Gottes nicht hin. Schön, du verlierst gegen Jylland. Das ist sehr, sehr gut. Wenn das dabei bleibt. Und wir gehen auf eine Pilgerreise. Ist an der Zeit, da ich mich auf meine Reise zu einer der heiligen Städten aufbreche. Nach Paderborn. Ich, mein Reisevorbereiter, weiß ich, dass mich die himmlische Hand vor allem Unheil beschützen wird. Während ich mit göttlichen Segen losziehe, muss das Reich
warten, ganz gleich, wie lange ich habe dieses Leben. Das Bündnis nennen wir natürlich aus. Mit jeder Woche, die vergeht, wird meine Gemeinschaft kleiner. Einige Mitglieder werden übermannt von ihrem Heimweh, andere finden ein weniger glückliches Ende. Die meisten Sorgen macht mir, dass auch mein Leibgard alarmierend schnell kleiner wird. Allein daran sieht man schon, wie heimtückisch diese Reise sein kann. Wir vertrauen auf den göttlichen Schutz. Ich bin endlich hier mit Leib und Seele am großen Gotteshaus von Paderborn. Als der Tempelgode mir den Segen erteilt, denke ich drüber nach, was alles geschehen muss, damit die himmlischen Mächte mich hierher führen konnten, zu diesem Augenblick. Ich habe diesen heiligen Pfad beschritten, werden 375 Frömmigkeit und werden Pilger. Das ist doch auch nicht verkehrt. Wir haben eine weitere Tochter geboren. Die Rückkehr. Meine Reise war lang gewesen, doch endlich kehre ich wieder heim. Obgleich ich vieles unverändert vorfinde, wandeln mich die Goden und Tempelgoden doch ein wenig anders. Ich habe die Reise eines Frommen gemacht. Und sie bestehen darauf, dass etwas an mir anders sei. Ob ich das nun selbst erkenne oder nicht. Schön, wieder zu Hause zu sein. So. Dann können Verlobte heiraten. Und zwar Emundre mit Purun. Dass die beiden viele Kinder haben. Oh, und unser Bruder ist verstorben. Nicht gut. Und vor allem in so jungem Alter. Innere Verletzungen. Der Arme. Was können wir gerade noch jetzt schnell Sinniges veranschlagen?
Wir können mal unsere Gefangenen betrachten. Maler, wir krank, neugierig, ungeduldig, bescheiden und zufrieden. Verlobt mit ihm. Ich glaube, da könnte es sich lohnen, sie noch mal eine Weile in Gefangenschaft zu behalten. Tuko. Halben kannst du gerne an meinen Hof kommen und Otso. Du wirst leider dahin gerafft. So leid, wie mir das in dich tut. Und Matrilinea mit einer meiner Enkelin verheiraten. Mein Ratsmarschall ist verstorben. Zwar ein bisschen besessen, aber das ist ja nicht so schlimm. Aber 28 ist das schon krass, auch bei dir 31. Einzig Eirikre, du bist als Gode eigentlich nicht zu gebrauchen. Piastelfre wäre da, glaube ich, der wesentlich bessere Reichsgode. Okay, und sie als Amazone. Herkules und schlau. Das klingt schon mal gut. Herkules und schlau und intelligent. Das ist schon mal nicht gerade schlecht an der Stelle. Nur statt Igil haben wir, glaube ich, kaum wirklich so richtig viel bessere Kandidaten. Was das Wirtschaften angeht.
Schön, schön. Könnten wir sinnvoll den Glauben reformieren? Nein, dafür bräuchten wir 5400. Nö, ich glaube, aber damit haben wir aktuell, glaube ich, einen ganz guten Stand erreicht, um zu sagen, wir schauen dann mal, in welche Richtung das Ganze sich dann weiter ergibt. Hier die Ostfranken sind eine ganz schöne Gefahr. Die Lothringer und Westfranken sollte man eigentlich im Griff haben. Man es wollte. Ah, vielleicht muss ich auch hier noch ein bisschen mehr Masse aufnehmen, sodass wir anschließend dann wahrscheinlich erst unseren finnischen Bruder zurückschlagen, bevor wir dann unseren norwegischen Bruder beseitigen. Optimalerweise sollte man an der Stelle dann auch nochmal schauen, dass wir den beiden irgendwie es schaffen, die Verbündeten unterm Fuß wegzutreten. Denn letzten Endes haben wir hier ja durchaus eine gar nicht mal so schlechte Truppe. Ah. Gucken wir doch mal. Die sind durch Heiraten verbändelt. Beziehungsweise, wie wäre hier die Nachfolgeregelung? Bundteilung. Auch das wäre eine spannende Baustelle, weil das könnte zu einem schönen Zerbrechen führen. Bei ihm. Er hätte genau wie wir Skandinavier-Wahl.
Also die Finn könnte ich theoretisch auch am Kopf versuchen zu beseitigen. Aber dafür ist er eigentlich zu mächtig. Ach, schade. Hi, was sehe ich hier gerade? Unser Sohn wäre Erbe von Norwegen. Dann planen wir doch einfach mal ein Komplott gegen ihn. Und damit verabschieden wir uns denn erstmal bis nächste Woche. Macht's gut, euer Gentle.